Herzlich willkommen zum heutigen Chemievideo. Im heutigen Chemievideo geht es um die Brownsche Bewegung, die wird auch Diffusion genannt. Dieses Video ist nur für M- und E-Niveau-Schüler gedacht. Die Brownsche Bewegung besagt Folgendes, und zwar, dass sich alle Teilchen permanent bewegen. Je wärmer es wird, umso mehr bewegen sich die Teilchen. Das kannst du mit den Aggregatzuständen mal vergleichen. Aber auch Feststoffe bewegen sich zwar weniger, zittern nur minimal hin und her, aber auch diese bewegen sich. Und die möchte ich jetzt hier mit dem heutigen Experiment euch einmal zeigen, dass das wirklich so ist. Als allererstes gebe ich in meine Petrischale ein wenig Wasser. Ich habe jetzt ungefähr so viel drin, dass der Boden knapp bedeckt ist. Hier habe ich einen ganz normalen Zuckerwürfel und hier habe ich etwas Tinte. Ich werde nun ein paar Tropfen der Tinte auf den Zuckerwürfel geben und anschließend den Zuckerwürfel in die Petrischale mit dem Wasser geben. Was dann passiert, schaut ihr euch bitte ganz genau an. Man sieht jetzt schon, dass der Zuckerwürfel sich langsam auflöst und die Farbe des Zuckerwürfels vom Zuckerwürfel aus nach außen hin sich verbreitet, ohne dass ich irgendwas dazu geben muss oder dazu machen muss. Warum ist das jetzt so? Warum beginnt diese Farbe vor allem sich zu zerteilen? Warum bleibt die nicht einfach in der Mitte stehen? Denn wenn sich nichts bewegt, sollte ja eigentlich auch nichts weiter passieren, sondern es sollte ja eigentlich in der Mitte bleiben. Aber ich habe es ja schon gesagt, alle Teilchen zittern und zucken ein wenig. Die Wasserteilchen, die ich hier rein gemacht habe, die zittern und stoßen dabei die Zucker und in dem Fall die Farbteilchen an. Und durch dieses Zittern schubst das Wasser die Farbteilchen immer weiter und verbreitet die nach außen. Deshalb beginnt auch der Zucker hier sich aufzulösen. Das heißt, die Wasserteilchen schlagen gegen die Zuckerteilchen und schlagen da immer winzig kleine Moleküle, winzig kleine Teilchen heraus. Daran kann man gut erkennen, dass die Wasserteilchen zum Beispiel hier in sehr starker Bewegung sind. Flüssigkeit, ich habe schon gesagt, je weiter nach oben wir gehen, also gasförmig, mehr Bewegung wie flüssig oder fest. Und die Wasserteilchen schlagen wirklich da diese Teilchen raus und verteilen sie weiter. Das kann ich hier wirklich sehr, sehr schön sehen. Würde keine Bewegung da sein, würde entweder das Zuckerteil komplett bleiben oder würde sich dann nur an der Stelle auflösen, aber auch die Farbe würde nur an dieser Stelle bleiben. Dadurch, dass sich das jetzt alleine und ohne Zugabe von irgendwelcher Energie oder sonst was verteilt hat, ist das ein Zeichen dafür, dass sich die kleinsten Teilchen immer auch noch bewegen. So, das war's zur Brownschen Bewegung. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.